Da bin ich echt gespannt, was passiert. Wir machen aber erst den Gottesdienst. Und dann upgraden wir. Nee, halt, nicht falsch. Hier. So, das raus, das raus, das weg und das auch. Und dann können wir gleich zum Garten. Hier Rübenscheiben und sowas noch herstellen dann, ne? Und Omelettes und hier gebratener Kürbis. Oh, wieso kann ich da nur einen von machen? Das ist voll scheiße. Muss ich ja ständig zurückrennen. Ich habe meine Werkzeuge immer noch nicht. Ich sollte die Predigt mitnehmen, wenn ich eine Predigt halten will. Das könnte hilfreich sein. Jetzt bin ich aber gespannt. Ich bin ja mal echt gespannt, wie sich der Perk und die höhere Qualität von Kirche und Friedhof auf unsere Predigt jetzt auswirken. Errungenschaft freigeschaltet, Küchenjunge. Ich würde an dieser Stelle einfach mal ganz spontan behaupten, eventuell ist unser Kürbis fertig. Puh. Ich muss schon sagen, die Sachen, die werden jetzt allmählich doch immer so ein bisschen zeitintensiver, ne? Guck mal, wir sind schon wieder fast anderthalb Stunden am Gang in dieser Aufnahmesession und so wirklich großartig vorwärts gekommen sind wir dann doch noch nicht, ne? 6 Glaubenspunkte. Wir kriegen pro Predigt jetzt 6 Glaubenspunkte. Jetzt müssen wir gleich nochmal gucken, wie viel Geld wir kriegen. Ne? Ach du Scheiße. Da kommt ordentlich was zusammen. Da kommt ordentlich was zusammen. Komm, tipp, 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 tipp. Schnell gucken. Schnell reingucken. 2 Silber, 48 Kupfer. Das ist geil. Das ist richtig geil. Und wenn dann noch unsere Einnahmen dazu kommen, wenn wir unser ganzes produziertes Essen dann verkaufen. Die Kirche sieht gut aus. Die Kirche erstrahlt hell, eure Heiligkeit. Verglichen mit der Stadtkathedrale ist das gar nichts. Aber für eine einfache Kirche ist das nicht übel. Nur noch ein paar kleine Veränderungen und dann können wir die Kirche verbessern. Er will den fucking Fisch haben noch, ne? Arsch. Er will echt den blöden Fisch noch haben. Oder brauche ich erst eine Bauerlaubnis, um die Kirche dann verbessern zu können? Ich weiß es nicht. Ich bin auf jeden Fall mit dem aktuellen Stand schon mal recht zufrieden. Was Sachen, die wir hier lassen müssen. Die Geschichte lassen wir mal hier, den Glauben lassen wir hier. Wenn wir jetzt gerade hier sind, dann machen wir hier gleich noch die das Papier fertig. Dann brauchen wir da nämlich auch nicht mehr dran denken. Ich muss kurz mal so. Ich will das einfach in einem Rutsch fertig haben, deswegen stopfe ich diese ganzen Karottenschnitzel in mich rein. Aber prinzipiell werden wir dann natürlich schon noch gucken, für wie viel wir die verkaufen können und pipapo und alles. So, das ganze leere Papier, das stopfen wir jetzt hier wieder in die Truhe. Und dann gehen wir weiter kochen. Aber das ist natürlich blöd, dass ich auf die Kürbis und das alles warten muss. Guck mal hier. Ach, wartet mal. Ah, nee. Doch nicht. Ich hatte gedacht... Kann echt immer nur einen auf einmal machen, ne? Von diesem höherwertigen Zeug.
Seufz. Na gut. Leg los. Hab ich Platz im Inventar? Ja, nicht so wirklich. Aber da wir eh Zeit haben und immer hin und her rennen müssen. Würde ich sagen, wir ernten jetzt gleich erstmal den Garten ab. Und diesmal behalten wir unsere Ernte aber. Die verkaufen wir nicht. Wir verkaufen nur das weiterproduzierte Zeug. Was ist die Maden jetzt hier? So, ich fange mal mit dem Möhrchen an. Lagern das jetzt alles hier oben mit. Gleich der nächste hier. So. Ich gehe jetzt jedes Mal extra wegen der Kürbisse. Das ist hoffentlich klar, ne? Fleisch kann aus dem Inventar raus. So. Ich lasse mir jetzt extra ein bisschen Zeit mit dem Abarbeiten hier. Mit dem Abbau. Immer so ein Feld nach dem anderen. Pflanzenabfälle lassen wir natürlich hier. Kürbiskerne und Hanf, wenn wir dann bei Gelegenheit mal runterbringen. Und die Hanfsamen auch. So, jetzt können wir aber hier drüben noch ein bisschen Dünger produzieren nebenbei. Oh, ich komme jetzt so allmählich echt an den Punkt, wo wir drüber nachdenken sollten. Ich vielleicht das ein oder andere dann doch mal offscreen mache, weil hier gerade das mit den Kürbissen geht mir gerade tierisch auf den Sack. Vor allem, jetzt haben wir schon wieder neue Kürbisse, ne? Rüben. So, aus den Rüben können wir ja auch noch Sachen produzieren dann, ne? Zwischenstopp hier an der Truhe. Rübensamen weg. Ernteabfall weg. Dann können wir auch gleich den nächsten Kürbis dann kochen. Weil eigentlich geht das ja relativ schnell. Gibt es eine Möglichkeit, hier irgendwie mehr von zu produzieren? Ach, das ist doch, das kann doch nicht. Ach, Scheiße. Na gut, wir haben ja dann noch Rüben zu schneiden und so einen Spaß. Da können wir uns ja mit beschäftigen und nebenbei dann immer die Kürbisse wieder in den Ofen schieben. Dann wird das eine super spannende und interessante Folge hier. Und das ganze Mehl dann noch herstellen hier natürlich. Was wir dann auch wieder brauchen, wenn wir irgendwas kochen. Und erstmal wieder zurück. Wir müssen sowieso schlafen jetzt und dann können wir den Rest abbauen. Lass den Garten aber, glaube ich, erstmal brach liegen dann gleich. Wenn wir dann in die Stadt gehen, gucken wir, dass wir irgendwas produzieren, wo wir mehrere von in Auftrag geben können, dass wir dann nicht so viel Zeit verschenken.
Ist, glaube ich, prinzipiell auch nicht die dümmste Idee, die man haben kann. Vielleicht hätten wir das Schlafen zwischendurch unterbrechen sollen, um noch einen Kürbis anzufertigen. Jam, jam, jam. Ich sollte die Bienen hier mal rausnehmen. Und die Bestattungsurkunden, das bringen wir. Wir bringen mal alles in den Keller, was wir jetzt hier gerade nicht zum Kochen brauchen. Oder nicht zum Kochen benutzen können. Das nimmt hier nämlich nur unnötig Platz weg. Wir können ja hier... Gut, das brauchen wir alles hier. Wir können ja hier keine Truhen bauen. Da oben in unserer bescheidenen Behausung. So, weiter geht's. Nebenbei hier wieder Dünger produzieren. Ja, das ist alles so ein, man kann schon fast sagen, ein automatischer Ablauf hier gerade. Machen eigentlich immer wieder die gleichen Sachen. Und das sind so Sachen, das könnte ich auch offscreen vorbereiten. Bis zu einem gewissen Punkt. Die nehme ich mal mit, habe ich mir gerade überlegt. So. Man sollte auf jeden Fall, wenn man irgendwann nochmal dazu kommen will, irgendwas anderes zu machen, als hier hin und her zu rennen und Tasten gedrückt sollen, damit sich irgendwelche Balken füllen, sollte man diesen Garten zwischendurch mal brach liegen lassen und nicht gleich immer wieder neu aussehen. Denn sonst kommst du einfach nicht mehr dazu, hier handwerklich noch irgendwas zu machen oder sonst was. Wenn du wirklich versuchst, alles zu machen, kommst du relativ schnell in Zeitschwierigkeiten. Gut, den Torf brauche ich ja hier nicht, den nehme ich gleich dann wieder mit. So, zumindest auch in allen Truhen schon mal was drin, ne? Hat doch auch was. Warum habe ich hier eigentlich kein neues Ding gestartet? Ich bin doof. So, Zwiebelernte einfahren. Zwiebelernte wegbringen, weil Platz im Inventar. Dann noch die schönen Linsen und dann sind wir mit der Ernte zumindest erstmal fertig hier. Ja, obwohl, was ich vielleicht nochmal mache, haben wir keine Linsensamen? Doch, da. Wir haben ja noch so ein paar bedüngte Felder, ne? Und da pflanzen wir nochmal was drauf. Den Dünger schon mal aufgebraucht haben. Hanf? Nee. Kein Hanf. Rüben. Ich will noch ein paar Rüben haben. Und ein paar Kürbisse. Wo sind denn die Kürbisse? Das sind die Kürbisse. So. Okay. Dann sind wir mit dem Garten erstmal fertig, außer dass wir da hin und wieder nochmal hinrennen müssen, um die Düngerproduktion weiterzuführen. Ich denke, der Grund, warum wir nicht mehrere von den Kürbissen auf einmal herstellen können, ist, dass die in verschiedenen Qualitäten angefertigt werden können. Könnte ich mir zumindest ganz gut vorstellen. So. Genauso wie die Burger, die wir jetzt hier erstmal wieder produzieren.
Ich weiß auch nicht, warum ich mich auf die Burger konzentriere gerade. Da haben wir noch keinen Kirchentag verpasst, oder? Dem Blödsinn hier. Jetzt machen wir erstmal wieder schön Mehl. Da kann man ja nebenbei immer schön hier den Kürbis wieder starten. Also stellt euch mal drauf ein, dass wir jetzt wohl in der Tat einige Zeit erstmal hier am Herd verbringen werden. Um dieses ganze Zeug zu produzieren. Und dann möchte ich halt gucken, ob das wirklich was bringt, ob man das dann wirklich alles verkaufen kann und wie viel Geld wir dann am Ende vielleicht rausziehen. Das ist jetzt so das Ziel, was ich hier noch habe. Warte, wie weit ist der? Ja, komm, auf den warten wir noch schnell. Auf den gebratenen Kürbis warten wir noch schnell. Dann können wir nämlich gleich nochmal einen in den Ofen schieben, bevor wir schlafen gehen. Dann ist der fertig, wenn wir wieder aufstehen. Ich meine, wir haben noch 14, die wir weiterverarbeiten müssen. Und das sind nur die Kürbisse, da kommen ja dann tatsächlich noch andere Sachen hinzu. Und das ist jetzt so die Woche des Gartens, ne? Das ist die Kirchen- und Gartenwoche, diese Aufnahmesession hier. Weil was anderes machen wir eigentlich nicht, ja? Expedition in den Sumpf, die Imkerei in Angriff nehmen, nach Alchemie suchen, solche Geschichten. Pah, haben wir gar keine Zeit für. Wir müssen kochen und immer die Kirche ausbauen. Meinst du zum Thema Kirche ausbauen? Also ich ziehe das hier jetzt erstmal durch. Ja, wir machen nebenbei die Predigt, wenn dann wieder Kirchentag ist. Und ansonsten ziehe ich das jetzt erstmal so weit durch, wie es geht, bis wir hier erstmal nichts mehr machen können. Und dann würde ich ganz gerne tatsächlich erstmal zum Wasserfall gehen und ein bisschen angeln. Weil ich die Fischquest für den Bischof noch erledigen will, weil ich glaube, das ist tatsächlich das, was uns im Augenblick noch davon abhält, unsere Kirche auszubauen. Und ich will sehen, wie eine ausgebaute Kirche aussieht. Oder was uns das letztendlich bringt. Ich vermute mal, es bringt uns vor allem mehr Platz, damit wir mehr Zeug aufstellen können, damit wir unsere Kirchenpunkte weiter nach oben boosten können. Und na, das ist ja... So. Entschuldigung. So, wo haben wir das Mehl denn drin? Hier ist auf jeden Fall Mehl drin. Jetzt ist da ein bisschen mehr Mehl drin. Unser Inventar füllt sich so allmählich. Ich sollte erstmal, da wir das ja eh alles gerade nicht benutzen, alles, was gerade nichts mit Essen zu tun hat, na gut, die Predigt lasse ich mal drin, weil sonst vergesse ich die am Ende wieder. Wer braucht denn Platz? Ich hole erstmal Wasser jetzt gleich. Das ist das nächste, was wir jetzt machen. Hier wieder Wasser holen, weil das brauchen wir ja auch hier in der... beim Kochen. Das dauert ja auch seine Zeit hier. So, jeder Eimer mit sauberem Wasser bringt 10 Einheiten Wasser, ne? Das heißt, was machen wir denn erstmal? 20 Eimer? Dass wir erstmal wieder genug Wasser in unserer Hütte vorrätig haben. La 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 la. Bestes Let's Play ever. Total abwechslungsreich. Und spannend. Und so actiongeladen. Es passiert einfach so unglaublich viel überall. Ich meine, mir macht super Spaß. Aber ich könnte es verstehen, wenn das für euch jetzt beim Zuschauen vielleicht ein bisschen lahm wird. Weil wir ja wirklich eigentlich immer die gleichen Sachen machen hier. Das hätte man vielleicht ein bisschen besser lösen können, aber vielleicht ist das auch Sinn der Sache, dass das so ein bisschen nervig ist. Und wumms, 400 Wasser sogar. Oh, das ist ein Problem. Das war ein bisschen viel Wasser. Wasser stackt scheiße.